on the road, Mama. Part 2. Und der Alte da hinten, vielleicht sieht man das jetzt da, der randaliert. Und die Kau leider nicht da. Aber das geht sich vielleicht aus, dass man da ein bisschen was sieht. Oder auch nicht. Sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Hallo. Wir machen da gerade ein paar Brötchen, gell? Das sehe ich hier am Handy, wenn 8 Minuten vorbei sind. Am Handy sage ich am der Camcorder. Hallo! Naja, schau, ich kann einfach mal Uhr nehmen, weil da ist auch ein Teil von. Schau ich halt. Ja, aber das ist ja da eh, das zählt ja mit. Sind heute wirklich alle jetzt da mittlerweile schon Stille Nacht, Heilige Nacht oder was? Das ist erst nächste Woche, Freunde. We are back auf Insta, auf Lavu und auf YouTube. Und wir starten gleich mal wieder durch. Im zweiten Teil unseres Programmes, The Legendary OD Crow Bros. Leider der Night Show. Live, aber geil. Nein, live geil, hat das. Live geil. Saturday Night Show. Special OD Crow Bros. Night Show. Was müsst ihr denn da drauf hängen? Live geil auf dem. Live geil hast du das, nicht? Live Show, live geil. Oder ist ich. Oder? Ich glaube, wir brauchen da Servietten. Das tun wir ja eh. Okay. Ich bin ja sowieso da. Was Servietten kann ich mir nicht leisten. Ich bin ja, bin ja nicht der Kaiser von China da, mein Halter. Ist auch wieder wahr. Das ist er definitiv nicht. Und wo ist jetzt die Linda? Ich glaube, die Linda kommt gleich wieder. Linda Ronstadt, everybody. Linda Ronstadt. Ah, ah. Ich glaube, Linda kommt gleich wieder, wenn wir da sind. Dann kommen wir auch wieder. Ja, dann müssen wir ein bisschen warten. Nein, das sehe ich nicht ein. Ist ja gar keiner da, Was machen wir jetzt da? Bums mi ja, bums mi ja, bums mi ja. Ich dachte, ich habe kein Obi gegeben, so ein bisschen. Wenn du sagst, das ist echt so gut, dann. Weißt du, was ich frage? Was fragst du? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht, kann sie, gell? Warum haben alle unsere Freunde keine guten Freunde? Prost! Ich sag einmal Cheers! Prost! Sour Apple Baby! Sour Apple Baby! Daniela! Daniela ist wieder da! Ist der echt. Danke für die Disco-Kugel. Shake it everybody, come on baby. Come on up baby. Shake it mama baby. Shake it mama baby. Shake it mama baby. Die Disco-Kugel. Teeny Mac, Tweenie, Teeny Mac, Tweenie, Teeny Mac, Tweenie, Teeny Mac, Tweenie, Teeny Mac, Tweenie. Daniela, du wärst auf der Folge. Dini! McDreamy! Warum saufst du immer so früh? Dini! McDreamy! Warum saufst du immer so früh? Danke für die offenen Hände. Dani,
Ich bin erst auf die Frage. Und Jesse, ich kenne dich glaube ich nicht, aber hallo. Hallo Jesse, the best. St. Oswald bei Freistadt. Die Zungen ist raus, das ist sehr schön. Ich sage, ich habe eine Frage an dich, Daniela. Danke, Trini. Du bist geil, so geil, so richtig kaka, na heil. Wenn ich einmal heimkomm und ich dich nicht in deine Straps vorfind, schlag ich dir ins Gesicht, bis du grün und blau bist, weil das ist, es gefällt mir einfach. Darum komm ich erst in Fahrt. Drum fick mich, fick mich, fick mich, fick mich, fick mich, bis ich komm. Fick mich, fick mich, fick mich, fick mich, fick mich, bis ich komm. Ah, ah. Was ist passiert? Ja, das ist auch. Ja, geht schon. Noch ein vor mir stehst, frag ich dich, hey, bist du dumm oder da bist ein Blitz? Du musst ja schon locker sein, sonst komm ich nicht hinein. Wieso fick mich, fick mich, oh, 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 fick mich bis ein Klo. Fick mich, fick mich, fick mich bis ich komm. Und deswegen trinkt man Sauers. Und Improvisation. Eine Sauers-Improvisation. Eine Sauers und Powers Improvisation. Vibration, Mama. Heute wird's noch wild, dass wir uns noch Sachen einbilden. Dass ich mir noch was einbilde. Dass ich mir noch was einbilde, Prost. Also die Frage ist, Daniela, Entschuldigung. Sauers könnte Kötter sein. Welche Frage, Daniela? Die Frage, was ich habe, sind die. Naja, hast du eine Freundin für mich? Eine von deinen Leuten. Eine, die was aus Mitleid einfach nur mit ihrem zusammenhält. Aber man sagt, er ist so arm, er ist so alt, mit dem geht's auch. Ich geh einfach zu mir und sag, hi, ich bin allein. Und der steht mir. Und der steht mir. Und bitte hilf mir. Bitte hilf mir, Babe. Bitte hilf mir, Babe. Ich sag eine Freundin, die was taugt. Die Lisa ist nicht Gott sei. Nein, ist nicht mein politischer Mann. Aber weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen es, was machen wir jetzt so? Wir machen jetzt was, das gefällt dir natürlich auch, weil sonst da hat man es. Weil das heißt, du bummst mich auch. Das heißt nicht ganz, es ist das ein ist anders, das old ist favorite. Vor allem für die Teenie ist das, weil das hat sie ja auch. Was, bitte bummst mich auch? Für die Tweenie? Nein, das Lied, was wir jetzt machen. Das heißt. Das welche Beutetings hast du? Ja, wie erklärt man das? Minderjährig. Geil. Geil und minderjährig. Wir machen jetzt für die. Minderjährig muss schon sein. Also. Ich möchte ein bisschen Hucken angehen, da brauche ich keine Miete für den Winter. Ich mache jetzt einfach Hämorrhoiden. Mein Beuteding ist einfach klar. Ja, mein Arschloch, weil ich hab Hämorrhoiden. Ja, das zeigt, das brennt wie Sau. Was du eigentlich willst, ist so aufhüllen. Na, du hast keinen Tau. Mach's mal. Du sagst, geht nur doch nicht so blöd. Was ist denn dabei so schlimm? Hallo, Andi. Aber Wimmerl im Arsch, jetzt sei mal nicht besser. Daniela, du musst mir schon mal nicht zuschauen. Jetzt da! Ja, mein Arsch auf die Tee, weil ich hab Hämorrhoiden.
Jo, das zeigt, es brennt wie eine Sau. Was du eigentlich, wie sie sowas anfühlt? Na, du hast keinen Tau. Du siehst mir, wie das weh tut. Beim Heißel geh ich allein schon da. Red nicht so mit mir. Wenn's nicht weißt, wie das ist, du hast das nicht froh. Entschuldigung. Ja, mein Arschloch tut weh, weil ich hab Hämorrhoiden. Ja, das zeigt, es brennt wie eine Sau. Weißt du eigentlich, wie sich sowas anfühlt? Na, du hast keinen Tau. Nein, uns nicht fahren. Uns nicht fahren. Wir machen das jenes Anstatt. Mate, du bist gerade live dabei bei der Legendary Odie Kronos. Ich mein, hallo. Night Show. Du musst dich geehrt fühlen, dass du dabei sein darfst. Oh ja, Mama. Daniela, was sagst du nochmal? Schweißen und Blähungen. Das ist der Grund, warum ich jetzt hoch. Warum bin ich so blöd? Ich will das besser wissen. Buch zu, was ich dann noch einmal sag. Der Mixer steckst! Ja, mein Arschloch tut weh, weil ich hab Hämorrhoiden. Ja, das zeigt, es brennt wie eine Sau. Weißt du eigentlich, wie sich sowas anfühlt? Na, du hast keinen Tau. Ah, mir geht's noch! Ja, mein Arschloch tut weh. Und Daniela, was heißt das jetzt für dich? Ja, das zeigt, es brennt wie eine Sau. Oh, ihr Schock, brauch ich nicht, Daniela. Eigentlich, wie sich sowas anfühlt? Na, du hast keinen Tau. Alte Schachtel! Ja, das ist es denn. Nicht scharf essen, nicht das Gach andrucken und auch nicht kalt bohren, gell? Nicht kalt bohren, gell? Nicht in den Kopf hinsetzen, weil dann habt ihr die Hämorrhoiden, ladies and gentlemen. Was heißt auch nicht alle, weil jetzt ist hier eine gute Arbeit. Würdest du jetzt sagen, dass eine davon in den Playboy kommen könnte? Playmore Playboy? Ich bin morgen schon unterwegs mit wem. Morgen ist er zu, richtig. Und jetzt muss ich kurz einmal die Kamera, die Camcorder für YouTube in die Hand nehmen. Weil der Alte, der geht aus. Becken! In ein Arschloch, war denn, kannst du nicht schwanger werden? Von dem kannst du nicht schwanken, aber... Alright, Mama. Na, natürlich mit einem Weib. Was sonst? Naja, wieso soll ich ihm dann eine suchen? Das stimmt eigentlich, warum soll er sie mir dann eine suchen von ihren Freunden? Das frage ich mich auch. Für Weihnachten. Weil er ein Depp ist. Du bist ein Depp, ein alter, versoffener Trottel. Weil er ein Depp ist. Ein Depp bin ich? Ja, das könnte durchaus sein. Oder Arbeitskollegen. Ja, Arbeitskollegen ist auch vollkommen okay. Daniela, wenn du mich hast für mich. Irgendein Bullige. Ich nehme nicht alles. Aber sie muss minderjährig sein. Mindestens minderjährig. Damit. Du sollst einmal vorbeischauen. Gottes Willen. Du sollst einmal vorbeischauen und dann sollst du es da auch schauen. Wirklich? Ja. Soll ich mal vorbeischauen? Schau mal vorbei, dann siehst du das. Morgen? Ich bin so zu wie der Bill am Sonntag. Eine haben wir, glaubst du? Wär leicht. Ah, schwierig. Sehr schwierig. Ich bin doch sehr speziell für das. Ja, denk schon vorbei. Welche Sabrina schon wieder? Daniel, du musst dafür ein bisschen Rücksicht nehmen. Welche Sabrina? Das ist also denn. Ist der minderjährig? Ja, na, das ist ja schon klar, dass dein Arbeitskollege mit dir zusammenarbeitet, Daniela. Ja, oder nein? Ja, dann hast du ein Foto von ihr? Spannend. Dann schick ich Wolken das Foto von ihr. Und er zeigt es mir jetzt noch einmal. Schauen wir dann. Wir machen jetzt auf jeden Fall. Das kennt man, glaube ich, von der Britney, von der Spears.
Ja, dann schick's mir gleich. Wir machen jetzt da. Ja, bitte. Fick me, baby. Einmal noch. Ah! Da! Tini Mac, oh, mein Twini! Hallo, Tini Mac, oh, mein Twini. Tini, kommst du vorbei? Mach du! Oh, baby, baby, du bist so geil. Oh, mein Gott. Da brauch ich Viagra. Oh, baby, baby, ich will halt anscheinend schon. Und nicht nur das, ja, ich druck die zur Wand, mein Ding ist in deiner Hand und du wirst richtig nass, wenn ich dein Muschern fass. Steh dich gut vorbei. So geil, ich kann nicht mehr. Komm, nicht mehr. Mein Hodensack, der ist schon leer. So. Es macht nix, weil er steht ja noch. Mach mich jetzt froh. Fick mich, baby, einmal noch. Oh, baby, baby, bei dir geh ich in die Knie. Schick ihm noch mal das Foto. So wie du mich hernimmst. Oh, baby, baby, du bist da gut, dass ich mich nicht dafür. Weil du so ein Haus rennst, ich druck die zur Wand, mein Ding ist in deiner Hand und du wirst richtig nass, wenn ich dein Muschern fass. Du bist so geil, ich kann nicht mehr. Komm, ja, Mann. Dein Hodensack, der ist schon leer. So leer. Oh, das macht nix, weil er steht ja noch. Mach mich jetzt froh. Ich kann nicht mehr. Kaum nicht mehr. Mein Hodensack, oh, der ist schon leer. So leer. Oh, das macht nix, weil er steht ja noch. Mach mich jetzt froh. Fick mich, baby, einmal noch. Ah, jetzt yeah. Sieht es aus. Schon wieder? Wolfgang, wir müssen aufhören, du hast uns genau was gemacht. Nein, ich weiß nicht, was du meinst. Ich weiß ganz genau, was nein, ich meine. Ich weiß nicht, was der Alte meint, ich hab keine Ahnung. Wisst ihr das oder ihr das oder ihr das? Ich weiß es nicht. Ich weiß, was ich meine. Es schaut eh keiner zu bei dir. YouTube natürlich. Hallo YouTube. Das ist der Anfang. Hallo YouTube. Wir trinken jetzt erst einmal einen Sauers. An allen Sauers die Powers. Unter uns ist ein Orgie am Gange. Genau, da schauen wir dann oben und dann zeigen wir uns einen nackten Beidel her und dann stecken wir irgendwo rein. So wie es sich gehört, von Orgie. Einfach reinstecken. That's right, Mama, that's right. Wir haben noch gar keinen Applaus bei mir. Kein ist, einziger ist Applaus? Sehr, sehr seit 17, 18 Minuten kein Applaus. Es ist sehr deprimierend. Die ja. Petra ist auch nicht da. Wo sind denn alle? Mein Babylöwe ist auch nicht da. Ich meine. Ich verstehe es einfach nicht. Ich glaube. Wir er steht einfach nicht. Nein, wir saufen uns jetzt dumm und deppert, weil das hat wir saufen uns jetzt dumm und deppert, weil sonst der Firma, der ist nicht mehr. Naja. Ah, schön. Danke, Daniela. Sag mal das jetzt, Wolfgang. Wir müssen schon dich an genau, wir müssen jetzt Instagram deaktivieren, weil ich verstehe nicht, warum da gerade jetzt momentan überhaupt keiner zuschaut. Außer weil wir scheiße sind. Nein, wir sind nicht scheiße. So einfach ist es nämlich. Danke, Daniela. Ach du heilige Maria. Das hat mir gefallen. Ich meine, ja, so uns habe ich es zahlen, aber das hat ein bisschen sehr rustikal, gell? Sehr rustikal? Du musst das da bei Lobo einsetzen. Bei Lobo? Okay. Mhm. Ach so. Lobo mal Dobo. Jetzt habt ihr es auch gesehen. Die Daniela kennt sie euch. Und das hat mir gefallen, Daniela. Was glaubst du, was habe ich für einen Geschmack? Für einen Little Snack tut mir ja alles, oder? Für einen Little Snack, Mac? Snack einmal Speck. Speck einmal Fackback. Möchtest du nicht, derweil, dass ich mal ordentlich bronzen gehe, eine Solo-Performance machen? Welches? Naja, was singst denn du da? Weißt du, wie seid ihr noch? Das haben wir schon gehabt. Du weißt, wie oft ich in dir komme. In Indien kommt sogar. Aber da gibt's ein ganz Problem. Ja, glaubst du wirklich, ich bin so dumm. Blöde Leute. Nein, ich muss das nicht singen heute.
Ich bin heimisch zu singen. Nein, das bin ich ja nicht. Na, er will einfach eine Minderjährige, schlanke. Nein, ich will keine Minderjährige. Hör jetzt auf. Eine, mit der ich gut reden kann und der, was mir optisch gefällt. Ja, und wie soll der ausschauen, das musst du sagen. Ganz ehrlich. Und keine Hackfresse. Tut mir leid. Ich meine, ich habe auch selber Hackfresse, aber. Das ist Flüchtlingsheim-Singer. Wenn das nicht auf YouTube kommt, dann schon. Das kommt alles. Ja, dann passt, dann machen wir das. Das ist Flüchtlingsheim. Ich singe jetzt das Flüchtlingsheim für euch. Und ich bin da mal am Klo, hola Trio, die Boske da. Ich darf auch gerne singen, komm mit aufs Klo. Das darf ich auch gerne da singen. Passt, dann machst du das. Ich mache jetzt komm mit aufs Klo. Ja, und das. Klein und zierlich, habe ich gesagt. Schau, ich bin ein Lauch. Ich kann keine nehmen, die was Schweres als ich. Und das ist nicht unbedingt so leicht. Wie alt ist die Birgit, wenn sie nicht minderjährig ist? Das Gerät ist bereits auf maximaler Lautstärke. Komm mit aufs Klo. Ich lade dich ein. Wunder dich nicht. Du wirst das nicht bereuen. Anna, 40 ist so gut alt. Geh mal einfach noch. Zieh die jetzt nicht. Anna, 40 ist viel zu alt. Komm mit aufs Klo. Sonst warst wirklich blöd. Warte mal. Zirk dein Hosal jetzt aus. Dein BH brauchst du auch nicht. Und ich hol mein Nudel raus. Du kannst da sicher sein, dass mal steht. Jetzt haben wir. Ich wart auf dich und wichs mir dabei an. Sei doch nicht so und komm jetzt mit aufs Klo. Äußere schauen, Mani, weil stell dir vor, der Charakter ist perfekt und du kannst mit ihr reden. Daniela! That's right, Mama! Daniela, wenn nichts steht, dann steht nichts. Punkt. Passt. Na? Passt! Na? What? Jetzt ist gerade wieder zugetreten auf. Hallo! Logo Malu! Hallo Anna! Er hat mich Anna. Sie heißt Anna. Also, and the can, bum bum bang. Ich kenn alle. Passt. Anne, irgendwie, ja, weißt du schon. Daniela, nein, ich gebe dir zwar vollkommen recht, dass Charakter sehr wichtig ist, aber wenn du die Person, die was gegenüber dir liegt, jetzt sagen wir so, nicht ins Gesicht schauen kannst, dann kann der Charakter so schön sein wie will, dann kann man eh befreundet sein oder sonst irgendwas, aber dann geht's einfach nicht. Tut mir leid. Dann geht's halt nicht, weil da nichts steht. Mein Gesicht kann eh scheiße. Ja. Daniela, was? Oh, ich meine, meine Wecker. Weg, um ein Wecker. Aber die haben vorhin ein bisschen blau ausgeschaut, ich glaube. Die sind überhaupt nicht blau. Nicht? Nein. Sind sie black? Black on a Friday. Weil der Black also Friday? Warte, das müssen wir uns kurz festhalten. Dass wir vielleicht ein bisschen eine andere Perspektive haben. Auf YouTube, kannst du alles live mitsingen?
Daniela. Also Daniela, nein, ich sag dir ganz ehrlich eins. Nein. Wenn sie mir nicht ins Gesicht steht, dann steht sie mir nicht ins Gesicht. Das gleiche ist bei mir. Glaubst du irgendwelche. Wir sind alle. Oberfläche war es nur. Und Oberfläche war es wirklich nur, wenn ich einfach nur aufs Optische gehen darf und drauf scheißen würde, wie der Charakter war. Und das ist ja die Schwierigkeit. Sie muss mir gefallen und sie muss mir vom Charakter nicht gefallen. Deswegen ist das nicht oberflächlich, sondern es ist einfach nur. Naja. Es ist halt einfach so. Es ist so. Ich kann mich an der Zaun gehen, die was ich nicht bumsen kann. Aber du kennst es ja nicht einmal. Weil das ist sie leicht, das war vorhin mit. 41. Das geht jetzt gar nicht. Das ging jetzt mir auch. Das war das war einfach zu alt. Das gebe ich ganz offen ehrlich zu. Wenn ich 41 bin, dann okay. Naja, dann braucht man nicht weiterrennen. Dann ist das nicht Oberfläche oder sonst irgendwas. Wenn sie mal ins Gesicht steht, dann geht's halt nicht. Dann kannst du so lieb sein, wie sie will. Dann ist sie, dann kann man eh befreundet sein. Und ich sag da auf nur eins. Schwanzvergleich. Und das machen wir jetzt. Das macht der Wolfgang auch, weil ich erst gehe. Nein! Doch! Nicht die Mitten. Scheiße. Ich sag nur Schwanzvergleich. Wer von uns hat den längsten? Yeah, Schwanzvergleich. Dein Nudel ist so klein. Reg dich nicht auf. Der schaut ja aus, als wir. So ein kleiner Picky. Vor allem beim Alten, ja, so ein Schwanzvergleich. Da steht meiner wie ein Stahl. Die Nudel, hey, ist so klein. Mein Schwanz, der ist so schwach. Oh, Schwanzvergleich, wer von uns hat den längsten? Oh yeah, Schwanzvergleich, dein Wohl ist so klein. Schwanzvergleich, getcha! Mein Schwanz, der ist so schwach. Oh, Schwanzvergleich, wer von uns hat den längsten? Yeah, Schwanzvergleich, mein Schwanz ist wie ein Star. Das war ein bisschen falsch, aber Schwanzvergleich, dein Null ist so klar. Schwanzvergleich! Danke für den Teddy, Danny, auch mal Daniela. Danny und mein Daniela. Und ich weiß nicht, ich finde es irgendwie sehr bedauernswert, dass bei mir, auf Insta und mein Gram, da geht mir keiner an. Aber wenigstens ist die Danny und mein Daniela da. Das war ein schöner Reim. Danny und mein Daniela. Und ich glaube, bald muss ich mal speien. Danny und mein Daniela. Das wird dann Teddy geschickt. Danke. Danke für den Teddy. Hast du aber nicht, eigentlich nicht verdient. Warum habe ich es nicht verdient? Daniela, wir diskutieren nachher gleich weiter über das Thema. Was machst du jetzt eigentlich? Ich mache mir jetzt eine Wurst. Gut, dann schaue ich, was ich vielleicht noch machen kann. Die Daniela mag nicht diskutieren, also bitte beherrscht ein bisschen. Wir diskutieren nicht, ihr habt recht. Wolfgang, help me, ich helfe dir schon. Thema ist beendet. Nein, das Thema ist nicht beendet. Das Thema ist beendet, wenn ich sage, dass beendet ist. Du bist, steht uns gar nichts zu sagen, du Wurstbrotfresser. Daniela, aber du verstehst mich, oder? Das möchte ich jetzt wissen. Daniela, verstehst du mich? Was ich damit sagen will? Verstehst du mich ein bisschen? Ich verstehe mich ein bisschen. Aber es bringt jetzt gerade nichts, weil wir sind unter Alkoholeinfluss. Und jemand ist dazugekommen und das ist die one and only Sepsi Baby. Come on. Die Sepsi. Schön, dass du wieder back bist. Bei der Legendary OD Crowbro Show. Sapsi, bei Saturday Night Show. Am 19.12. Sapsi, bei Freunde. Ist die Celine noch bei dir? Die Celine? Ja. Also, ihr ist sie nicht mehr. Ihr Freundin ist super. Ist sie aber nicht. Sie hat gerade geschrieben, nein. Mit 3 A. Du kannst gern der Celine meine Nummer geben. Du sollst. Sie darf sich gern bei mir melden. Ich schreibe noch meine Nummer. Machst du das für mich?
So. Was? So habe ich gesagt. Was? So habe ich gesagt. Sie hat einen Freund, hat sie gerade geschrieben. Weil das ist echt schade. Das ist süß. Ja, er darf es ganz snacken, aber... Nein, den würde ich sogar mehr snacken. Nicht nur snacken, sondern wegkacken, ja, mit seinem alten... Nein, ich würde, Wolfgang! Mit seinem alten Rotzenschwanz. Nein, das ist ganz ein lieber Person, ist das. Du kennst es ja nicht einmal. Nein, ich habe das mitgekriegt gleich am Anfang. Der hat das Ansicht, der einfach nur geiles. Du hast, ja, da wird... Aber das meine ich jetzt nicht im Sinne von geil. Da wird selbst der Alte schwach. Das tut was heißen. Sie ist so lieb einfach. Aber weißt du, was ich glaube? Er soll sie einfach, wie soll ich sagen, er denkt sich einfach immer das Gleiche. Und das ist, da ist eine Hure. Weißt du, was ich meine? Und das singen wir jetzt dann. Das singen wir jetzt dann. Sie. Mach den Hurspann jetzt da, Alter. Das denke ich mir nicht. Kennst du ihren Namen? Ihren Namen kennst du nicht. Sie hat einen Freund, naja, das ist halt scheiße. Sieh zu ihr hinüber und dann kennst du ihr Gesicht. Da ist eine Uhr, schick sie nicht fort und nimm sie her. Und es richtig hart, da ist eine Uhr, sie will zu dir. Du hast einen Schwanz, steck ihn doch rein. Steck ihn rein, und das auch hart. Steck ihn rein, und das ist nicht hart. Da ist ein Hur, der will zu dir. Ich bin übrigens klar mit dem Baby. Wie schaut's mit dir aus? Noch nicht. Du willst das nicht hören. Besser was fickt, sagst du, oder it's. Aber du, ihr das nicht an. Du weiter und fick sie fest. Geht schon! Da ist ein Hure, schick sie nicht fort und nimm sie her. Und es richtig hart. Da ist ein Hure, der will zu dir. Du, fuck. So versungen hab ich mir schon einmal. Check ihn doch rein. Steck ihn rein, steck ihn rein und fix ihn hart. Da ist ein Hure, der will mit der Mayonnaise. No, Halleluja, Mama. Gerne. Steck ihn rein, steck ihn rein und fix ihn hart. Da ist ein Hure, der will zu. Unkatschakata! Ah! Ahur! Und der Alte snackt jetzt einmal zwei so legendary Wurst-Buckets. Mini-Buckets. Mini-Buckets mit a little bit of cheese. Was, danke fürs Helfen, Wolfgang. Ja, Wolfgang kann dir nicht helfen. Wenn ich nicht aufhören will zum Diskutieren, dann höre ich nicht auf zum Diskutieren. Ja, aber wir sind einer Meinung, dass man sie anschauen können muss, oder? Derer Meinung sind wir jetzt, oder? Mama, ja, ja. Warum ist das jetzt schon wieder so komisch schief? Das ist nicht schief, es ist genau dort auf der harten. So, dass man circa zusammen, dass du doch gleich fühlst. Ach, okay. Weiß ich nicht. I am back. Hallo, back. Wie geht's da, back? Andy is back. Ich hab gesagt, wir sind eh gleicher Meinung, oder? Man muss sie anschauen können. Oder ist das jetzt nicht so? Mahlzeit. Mahlzeit. Mehr will ich nicht sagen. Man muss sie anschauen können. Okay? Ja, eigentlich. Danke, Andi. Ist echt geil. Das glaube ich da. Mach einen kommen? Ach, danke, nichts essen, wenn ich was. Wenn ich sauf, ist ich nichts. Das weißt du. Ich mochte, weil muss wieder eine Solo-Performance machen, weil gerade der Herr von. Na, mach ich auch zum Blären. Das sicher nicht. Ich will mit dir rein. Ist auch ein Thema. Weil. Warte mal, häng los, Mama, häng los. Ich bin einen Schlag gekehrt. Sapsi, bist du noch da? Sapsi Daps. Ich will mit dir rein, Bato. Papa, die Entschuldigung. Was schon.
Wenn ich da was sagen will, dann hörst du mir da nicht zu. Wenn ich mit dir reden will, dann hast du von mir schon genug. Was tust du so deppert um, das kann's ja wohl nicht sein. Hör zu, ich will mit dir rein. Hast du leicht einen Andern, du sagst einfach nichts drauf. Bin ich nicht mehr gut, nur weil ich immer sauf. Wer hält dich schon freiwillig, der muss sich drehend sein. Hör zu, ich will mit dir rein. Ich bin nicht der Spielzeug, was du auch nicht wichsen kannst. Sag einfach die Wahrheit, ich hab vor dir keine Angst. Nein, nein, ich red und red und red und red. Du schaltst nur aus, du. Ich hab dich schon längst geschaut, ich bin ja auch nicht dumm. Was ist jetzt dein Scheißproblem? Komm, mach die Pappen auf. Hör zu, ich will mit dir rein. Ja, Mama, Mama. Er will heute nur rein mit dir. Ist das so schwer zu verstehen? Na, ist das nicht, oder? Na, ich verstehe nicht. Na ja. Du kommst immer so spät, dann glaubst du nicht, das fällt nicht auf. Wenn's mich nicht mehr leiden kannst, dann hau ich den Hut doch drauf. Aber eins, das sag ich da, das letzte Wort hab ich. Hör zu, ich will mit dir rein. Ich bin nicht der Spielzeug, was du auch nicht wichsen kannst. Sag einfach die Wahrheit, ich hab vor dir keine Angst. Nein, nein, ich red und red und red und red, du schallst dir auf Sturm. Ich hab dich schon längst geschaut, ich bin ja auch nicht dumm. Was ist jetzt dein Scheißproblem? Komm, mach die Pappen auf! Hör zu, ich will mit dir rein. Hör zu, ich will mit dir rein. Daniele will mit dir rein. Oh! Yeah! Ja. Daniele, wir können ja rein über alles, oder? Wir können ja auch diskutieren über alles. Das ist ja nicht so tragisch. Ist da jetzt eigentlich noch wer da? Warum willst du nicht mit mir rein? Erklär mir das jetzt bitte. Erklär? Das möchte ich jetzt wirklich wissen. Man kann über alles rein, denke ich mal, oder? Was siehst du da? Das würden beide nicht diskutieren. Ich glaube, wenn man bei Sekret saufen und wir saufen, das ergibt gar keinen Sinn. Das verstehe ich. Nein, das verstehe ich zwar auch, aber außer, ich möchte trotzdem wissen, man kann ja trotzdem mit rein miteinander. Das ist ja nichts. Wenn ich anderer Meinung bin, dann bist du anderer Meinung, dann ist das auch okay, oder? Man kann nicht immer gleicher Meinung sein. Ja, da oide, da oide Trottel. Weil die Woche schon echt anstrengend war und das nervlich auch. Verstehe. Das verstehe ich. Also eine kleine Diskussion geht ja immer, denke ich mal. Geht immer? Ja, das muss schon sein. Aber ich habe mich auch schon miteinander geschrien. Warum? Ja, bis mal vor, beim Spaziergang haben wir schon geschrien. Okay. Ah ja, stimmt, genau da war ich. Da haben wir ein bisschen lauter geredet. Sind die Bitches jetzt draußen? Ja, nein, ich glaube, sie sind vielleicht schon gegangen, weil sie so, hacke dich, sind stark besoffen, die alten Weiber. Jetzt schau noch da, Alte. Nix. Psst. Irgendwas hat man zu unten gehört, ich glaub. Mein Daniela. Dani, oh mein Daniela. Dani, oh mein Daniela. Ich weiß nicht, warum dir das Thema so aufregt, aber ich akzeptiere es. Ich akzeptiere es und deswegen bin ich jetzt leise wegen dem. Und deswegen singen wir jetzt. Jetzt singen wir ein Lied, das was zu Weihnachten passt. Das heißt Drogenmissbrauch und das singen wir jetzt. Drogenmissbrauch? Mhm. Alright. Ist es okay? Ist es ein gutes Friedensangebot, Daniela? Im Original, ich glaube. Das braucht man jetzt nicht unbedingt erwähnen. Das kennt man. The one and only. Wo ist denn der Scheiß? Die wollte jetzt auszögern, bis geht nicht mehr und die finde es einfach nicht.
Ah, da. Das werde ich gleich umbenennen, da, weil das noch geht. Die Spezialpolnische. Die Spezialpolnische vom Spar ist viel besser als die Spezialpolnische vom Rewe. Okay, weiß ich gar nicht. Viel, viel besser. Die Spar-Spezialpolnische ist das Beste. Aber der ist wirklich gut. Aber sehr fettig halt eben. Und weil sie sehr dünn geschnitten ist. Das liebe ich. Mhm. Wir sehen jetzt der Drogenmissbrauch im Original. Jingle Bells. You know what I mean? Dann. Die Marke hat ja nicht nur dann, aber die Großteil. Ich sauf richtig gern und rache auf dran. Ein paar kleine bunte Bilder, das ist heute mein Plan. Weil Weihnachten ist heut, da geht's jetzt richtig rund. Drum pfeif immer die Rüben weg und sieh die Welt ganz bunt. Drogen, Drogen, Drogen ist Brauch. Saufen durch wie ein Locker, wenn ich anrauch. Hey! Drogen, Drogen, Drogenmissbrauch. Und das zeigt es nimm ich an, weil ich's zum Leben brauch. Mit Amphetamin pfeif ich mir heut ein I. A bisserl Lad, Bristol Meth, aber Weihnachten scheiß ihn. Speed und Kokain sind für mich viel zu arm. Da gehört schon das Morphin her, da wird's ums Herz ganz warm. Drogen, Drogen, Drogenmissbrauch. Saufen tue wie ein Locher, wenn ich anrauch. Hey! Drogen, Drogen, Drogenmissbrauch. Sonders zeigt es nicht mehr, weil ich zum Leben brauch. Also ja, ich nehme meine Drogen immer gern durch die Nasen. Durch die Nasen? Warum ja. Das? Warum nicht durchs Arschloch? Naja, da ist man, da fährt schon zu rein, gell? Ja, das kann ich verstehen, aber ist harmloser. Drogenmissbrauch, und das zeigt es nicht mir, weil ich zu den Drogen, Drogenmissbrauch. Und das zeigt es nicht mir, weil ich zum Leben brauch. Hey, Drogen, Drogen, Drogenmissbrauch. Und das zeigt es nicht mir, weil ich zum Leben brauch. Yay! Yeah. Ja. Der Spar hat dann. Hast du gewusst, dass Spar eigentlich auf Niederländisch Tanne heißt? Ich weiß, das habe ich gelernt. Ist ein niederländisches Franchise-Unternehmen eigentlich. Richtig. Franchise. Ist vollkommen richtig. 1955 der erste Sparmarkt in Tirol eröffnet. Richtig, genau. Was ist das Spaß, gell? Wir haben, glaube ich, die Berger. Was ist Berger? Sie haben, glaube ich, die Berger. Marken. Da haben wir zum Beispiel Berger Beinschinken, Berger Römerschinken, Berger Wellnessschinken. Den haben wir genauso. Ja, wir haben zwar nicht alle, weil ich glaube, es gibt, glaube ich, über 50 Berger Marken. Die meisten sind opakelt, fertig opakelt. Aber wir zum Aufstehen haben, glaube ich, ich sage jetzt einmal drei, die, was ich aufgezählt habe, die haben wir sicher. Also Römerschinken haben wir nicht immer. Und den Chili-Schinken auch nicht, der ist immer nur saisonbedingt, aber die anderen Sachen gibt es eh immer. Fertig abwackelt schon. Wie auch nicht, ja sicher gibt es nicht. Ist nicht lieferbar, das verstehe ich eh. Ist nicht gegeben, weil... Weil die Schweine müssen sterben. Spargelschinken ist richtig, Spargelschinken ist genauso vom Berger. Ist auch noch saisonbedingt, meistens im Frühjahr. Oder Krennschinken mal gut. Krennschinken, weißt du, ich finde viele Leute sagen, der Berger Römerschinken schmeckt so extrem durch Magi. Finde ich ganz ehrlich gesagt nicht. Der hat einmal marinierte Gewürzschichten, Bärlauchschinken. Ich kenne nur die Bärlauchsalami, die haben wir. Bärlauchschinken sagt mir jetzt gar nichts. Hauptsache Schinken, oder? Hauptsache Schinken, ja. Wurst ist Wurst. Wurst ist ja nicht so gern, bis auf polnische Spezial. Der ist geil, gell? Die polnische Spezial ist, der ist einfach geil. Nur geil. Der ist einfach nur geil. Die gebratene polnische finde ich jetzt nicht so überhammer, aber die polnische Spezial. Und vor allem von den Wurstsorten ist die Wiener Rauchkäswurst. Der ist einfach nur und geil. Extra Wurst. Die Leberkäsen, was wir haben. Leberkäsenten. Eden. Na, die Leberkäse, was wir haben, sind jetzt scheiße. Ich kann nicht mehr schreiben. Du bist besoffen gleich wie wir. Leberkäsenten. Warum? Welche Leberkäse habt ihr jetzt vielleicht?
Von wem? Vom Berger. Ja, von welchem Leberkäse? Die Marken. Weil wenn du sagst, der Holzaufen, Leberkäse ist der Buchberger, sagt man nichts. Aber der Holzaufen Leberkäse, da haben wir zwei, in normalen, in Classic und in Chili. Der ist geräuchert und der ist einfach nur geil. Scheiß auf den Radax ist der beste. Radax. Weiß nicht, ob wir einen Radax haben. Radax. Ja. Ich kenne den Radax, hat nicht der Hager gehabt? Ja, der Hager gehabt. Der Radax, ja, der Leberkäse vom Radax, der war. Also ganz ehrlich gesagt, der Neuburger und der Backofen und der Krustenkönig, die können alle scheißen gehen. Der Holzaufen Leberkäse ist einfach der beste. Mhm. Radax. Der vom Hager ist der beste gewesen. Ja, aber das. Schaut, dass ein Hager nicht mehr gibt. Ja, wirklich nicht so. Da muss man. Wegen der Leberkäse. Ja. Nur wegen der Leberkäse. Ja. Also das war die beste Leberkäse. Ja. Kannst du sagen, was du willst. Aber leider gibt es nicht mehr. Das ist sehr schade. Das war original österreichisches Scheiß. Holzofen ist geschmacklich der beste. Der ist ja der. Ja, richtig. Das ist schon der Kohle. Was der, wenn wir zum Beispiel jetzt da. Keinen heißen Leberkäse mehr haben, beziehungsweise keinen heißen zum Beispiel Käse-Leberkäse oder Chili, dann sage ich zu den Leuten, hört her, ich habe zwar keinen heißen, ich kann heiß machen, aber ihr müsst es bitte von der Vitrine nehmen, was ich vor mir an der Nase habe, und dann wird der, das ist meistens von dann, Käse-Leberkäse wird runtergeschnitten und dann ins Ohr. Das war gut. Dann ist nicht schlecht, dann ist wirklich nicht schlecht. Meine ist ja leise. Ich kenne mich bei dem Thema aus. Ich ist oft genug Leberkäse, glaub's mir. Wir haben zum Beispiel heute gerade einen verzehrt. Was war das für einer? Das müsste dann sein, was für Spaß. Der war gut, ja. Also das ist mein Liebling. Außer natürlich Hager. Hager ist super. Ich kenne den Radatz. Nur weil ich nicht im Einzelhandel arbeite, heißt nicht, dass ich mich nicht auskenne. Ich möchte mich halt wissen, was der im ECE hat für einen. Wo mir der Hager drin war, was der kleine der. Warte mal, was zum Testen. Das war Radatz zum Testen. Vielleicht war das ist ja Radatz. Darf ich nur mal da Leberkäse-Semmel holen? Nachdem sie, glaube ich, eine Eigenfirma ist, glaube ich, das ist. Leichtfried? Ist es Leichtfried? Ja, genau. Echt jetzt? Ja. Oha, ich schau mal rein, wenn ich nächstes Mal bin. Das muss ja, ich ja, was der einiges. Beim Thalia gerne nehmen. Das darf mich interessieren. Weil zwischen Köln und Thalia. Bei dem haben wir sicher auch wahrscheinlich eine heiße Decke oder kalte Decke. Das war der beste Hager. Daniel hat geschrieben, ja, ich weiß schon, aber der ist gut. Okay? Ich hab noch nie probiert, ich hab noch nie was einkaufen drinnen. Nie. Ich gar nicht. Ohne Hager ist einfach scheiße. Hager ist super gewesen. Warum ist der Hager Konkurs angemeldet? Ich weiß gar nicht. Das ist aber schon wieder eine Zeit her, das ist schon etliche Jahre her. Voll schnell. Ein Murrah für 9 Dollar. Der Buchberger schaut auch so ranzig aus. Ja, den hast du jetzt da du momentan, was du vorher geschrieben hast, oder? Kenn ich nicht. Obwohl eigentlich der Biller Leberkäse generell, vor allem bei unserem Schemitz, ich finde den einfach gut. Ich finde den auch schlecht. Ich finde ihn also gut. Das sind alles World First Problems. Genau. Also wirklich, jetzt muss man mal sagen, ja. Leberkäse ist immer gut. Und deswegen ja. Trinken wir jetzt einmal einen Schluck. Vom Oldie Sauers. Oldie Sauers. Auf die Daniela. Auf ihren Leberkäse. Cheerio. Auf die Daniela auf YouTube. Dann ist euch ihre Meinung, ja. Die Männer halten zusammen. So, wir haben noch 7 Minuten bis zur nächsten Pause. Und da schauen wir noch, dass wir noch 2 Liter zusammenbringen. Ein Leberkäse-Semmel in der. Brauche ich nicht, in der Fuhr brauche ich es ehrlich gesagt nicht. Okay, ja, warum nicht? Aber. Was? Ein Wurst-Semmel geht immer. Cheerio, for the ho. Wir werden dafür nicht bezahlt, aber vielleicht, wenn der Livestream. Ja. Ich bin die einzige Woman. Die einzige Woman. Das hat jetzt knackst. Die einzige! Die Einzige! Die Einzige! Hallo Einzige! Was machen wir denn? Wir machen jetzt ein Lied. Was? Holz zusammen? Holz zusammen. Achso, Holz zusammen, okay. Verstehe. Passt. Fick mich. Okay. Echt? Was ist das für dir? Whisky. Sie ist no good guy. Ah, geil, das mag ich. Jetzt mach mal fick mich. Okay? Im Original Whisky,
aus dem Programm Original on Stage. She's no guy. Das machen wir jetzt. Und nach dem Lied ist schon Pause, weil das Lied dauert ja knapp 5 Minuten. Ja, 5 Minuten. Und da sehen wir uns gleich wieder. Mit 15 Minuten. Sie ist notgeil und sie treibt's mit an jeden, egal wie er ausschaut. Machen wir wieder bei dem Thema. Lisa. Das meine ich nicht. Sie hat einfach kein Benehmen. Sie tut einfach, was sie am besten kann. Sie ist die größte Hure und wer ist jetzt noch dazu gekommen? Linda! In der Stadt! Hallo Linda! Und dummer du! Linda, warum bist du jetzt erst da? Sie denkt drüber, gar nicht noch. Jetzt gehen wir bald wieder in Pause. Mei! Sie mag's hart. Nach dem Lied gehen wir wieder in Pause. Da kommt sie in Fahrt. Wir brauchen wieder 10 Minuten, bis wir da sind. An jeden flüstert sie ins Ohr. Come on, oh baby. Fick me, fick me. Mit deinem Schwanz. Ja, Linda, wir machen alle 5 Minuten eine Stunde Pause. Bei jemandem auf YouTube. Mit Filmen und die SD-Karten haben nur eine Stunde. Bitte besorg's mir. So hart. Die SD-Karten kann nur eine Stunde aufnehmen, deswegen. Wie auf ist es wurscht? Hauptsache er steht. Sie ist ein Wahnsinn. Sie ist dauernd feucht. Wie so ein scheiß Wasser freut. Du nimmst sie's Heisel in jeden Beisel. Jeder tut ihr den Freund. Dann ist der Baum. Was? Sogar die Jungen. Sogar die Jungen. Leid, du fühlst wieder. Entschuldige gar nichts. Ja. Und das wird so bleiben. Bis nimmer kaum. Bis ihr der nimmer frei. Ja, sicher, auch besser. Fick me, fick me. Mit deinem Schwanz. Hass, gutes Glück. Egal ob du einen Kanon hast, ich weiß, dass du das kannst. Bitte besorg's mir. So hart wie's nur geht. Mir ist es wurscht. Hauptsache er steht. Ah! Fick me, fick me. Alright. Mit deinem Schwanz. Egal ob du einen Kanon hast, ich weiß, dass du das kannst. Bitte besorg's mir. So hart wie's nur geht, mir ist es wurscht. Hauptsache er steht. Ladies and Gentlemen, Linda, wie hat's dir gefallen? Wir sehen uns in 10 Minuten wieder. Na, warte, die Linda muss erst schreiben. Siehst du, was da steht? Ja. Es ist gleich vorbei. Es ist gleich vorbei. Zum Part 3. Part 3. Legendary OD Grow Bros Saturday Night Show. Live geil. Einfach live geil. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei, weil es gibt dann weitere Klassiker. Und nachher kommt das erste Lied, das wir spielen, ist dann kommt gleich Bumsmia, okay. Bumsmia. Bumsmia, Bumsmia. Linda, das ist so, dass du nicht verpassen. Das ist ein super Lied. Minuten, wie gesagt, wir müssen jetzt da den Speicher umtransferieren auf einen USB-Stick von der Kamera und dann sind wir wieder gleich da. Und dann probieren wir es nochmal auf Insta, weil da geht halt wahrscheinlich so viel wie gar nichts.
See you later, Alligator. Fucking Gator. Bis später.